Heute sprechen wir über 5 Dinge, die ich in der Oberstufe anders gemacht habe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr fragt mich immer wieder zu, so, hey Leo, wie war es eigentlich bei dir in der Oberstufe? Wie bist du das Ganze angegangen? Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal 5 Dinge, die ich anders gemacht habe, die wirklich einen großen Unterschied gemacht haben, warum zum Beispiel viele meiner ehemaligen Mitschüler tagelang jede Stunde am Schreibtisch verbracht haben und ich echt einiges an Freizeit hatte, ich auch einfach mal ganz andere Dinge ausprobiert habe. Ihr wisst ja, ich habe in der 11. Klasse 9 Monate lang in einem Startup mitgearbeitet und habe aber trotzdem schlussendlich meinen Traumschnitt von 1,4 und damit auch mein Psychologiestudium gepackt. Und wie ich das gemacht habe, erkläre ich euch heute. Erstens, Lehrer als Supporter gesehen. Das bedeutet, für mich war es nie wichtig, was die Lehrer von mir gedacht hatten, und ich habe auch nie so richtig geschleimt, im Sinne von, oh, schönes Hemd oder schöner Anzug oder sonst was. Mir war es auch ziemlich egal, also ich hatte auch nie Angst vor ihnen. Aber mir war immer bewusst, hey, die Lehrer sind doch eigentlich da, um mir zu helfen. Ihre Aufgabe ist es doch eigentlich, mir den Stoff näher zu bringen. Deswegen habe ich sie immer mit Respekt behandelt. Habe auch immer dann, wenn die vielleicht mal gemein war, so, ich habe das nie persönlich genommen. Sondern ich habe immer gedacht, hey, mir geht es um meine Noten. Ich will die Person gut behandeln. Ich glaube, dass auch, wenn vielleicht meine Mitschüler sagen, oh, die ist so kacke und bla bla bla, dass das einfach ein Mensch ist, mit dem man sich gut verknüpfen und einfach verbinden kann, und darauf habe ich immer geachtet. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Ich glaube, es gibt fast keinen Lehrer, zu dem ich keine gute Beziehung in der Oberstufe hatte, und das, obwohl ich mich dann nicht sonderlich dafür reingehängt habe, sondern es war einfach meine innere Einstellung, die das Ganze möglich gemacht hat. Zweitens, keine Angst vor großen Zielen gehabt. Das wissen viele noch gar nicht. Als ich in die Oberstufe gekommen bin, quasi so in den Sommerferien, bevor es bei mir in der Oberstufe losging, habe ich mir auf einmal das Ziel gesetzt, ich mache 1,0 Abitur, also nicht in den Abiturprüfungen, sondern insgesamt ein 1,0 Abitur, und dann gehe ich nach Harvard. Das war mein Ziel. Und ich hatte auch keine Angst davor, das öffentlich zu kommunizieren. Das heißt, ich war immer davon überzeugt, dass ich das schaffen kann. Bei mir war es ja dann so, dass ich eben nach so 2-3 Monaten so ein bisschen Lust an der Schule verloren habe, dann eben mich auf dieses Startup eingelassen habe, aber dann auch wenn die Oberstufe da in den Hintergrund getreten ist, habe ich mich auf dieses Startup fokussiert und hatte dann da große Ziele. Das heißt, ich hatte nie Angst davor, mir große Ziele zu setzen. Und dann auch, als ich in der 12. dann wieder mich wieder mehr auf die Schule konzentriert habe und dann vor allem auch kurz vor den Abiturprüfungen gesagt habe, ich schreibe jetzt 1,0 in den Abiturprüfungen, und das dann schlussendlich auch geschafft und durchgezogen habe, da merkt man einfach, große Ziele haben so eine Power. Sie haben so eine Power. Das Wichtige ist nur, dass du keine Angst hast, dir diese auch zu setzen. Drittens, selektiv gelernt. Mein bestes Beispiel ist da immer, dass mein Geschichtslehrer uns immer 20 Seiten zum Buchlesen gegeben hat und 3 Seiten Hefteintrag. Und der Hefteintrag war eigentlich nur zusammengefasst nochmal das, was auf 20 Seiten Buch stand. Ich habe in all diesen 2 Jahren kein einziges Mal auch nur eine einzige Buchseite gelesen. War in Erfurt aber trotzdem immer richtig gut, weil ich mir den komprimierten Hefteintrag immer öfter durchgelesen habe, auch als die anderen. Das heißt, ich habe mich immer darauf fokussiert, was ist denn wirklich wichtig. Ich habe auch meine Hausaufgaben ausgelassen, mal mich nicht auf Abfragen vorbereitet, einfach weil ich wusste, ich komme wahrscheinlich sowieso nicht dran. Und genau, also da müsst ihr schon aufpassen, aber manchmal macht es Sinn, wenn auch viele andere Dinge anstehen. Und das Allerwichtigste natürlich, ich habe realisiert, hey, wenn ich in den Abiturprüfungen richtig gut bin, dann muss ich ja nur 1, 2, 3 Monate richtig intensiv dafür lernen, hab aber so viel, als hätte ich für ein ganzes Jahr so krass gelernt, weil ja die Abiturprüfungen dritte zählen, genauso wie auch die 12. oder eben auch die 11. zumindest in Bayern im G8, dachte ich mir, ja krass. Und da habe ich halt mir von den Abiturprüfungen gedacht, Alter, dann zieh ich doch da jetzt richtig durch, hab richtig durchgezogen, hab die entsprechenden Ergebnisse bekommen und hab so mit wesentlich weniger Aufwand viel, viel größeren Return gehabt. Wer sich meine Story reinziehen möchte, wie ich die 1,0 in Abiturprüfungen geschafft habe, findet das hier rechts oben im i, ein sehr empfehlenswertes Video, auch eines der meistgesehensten, deswegen schaut euch das unbedingt an. Ansonsten gehen wir jetzt weiter zu viertens, und zwar auf meine Intuition gehört. Das bedeutet, das hat sich einfach auf jeden Bereich bezogen, ob das eine Lernstrategie war. Ich habe mich nie verunsichern lassen, ob irgendeine Lernstrategie besser, schlechter, sonst irgendwas war, sondern ich habe immer darauf gehört, wo ich das Gefühl hatte, hey, damit lerne ich am besten. Das ist ja auch eine Sache, die ich euch immer wieder empfehle. Es geht nicht darum, was ich hier Schlaues sage, es geht darum, was für dich funktioniert. Deswegen sei dir ganz bewusst und achte darauf, funktioniert die Sache für mich. Du bist dein eigener Experte. Und das habe ich überall bezogen. Das heißt, ich habe die Referate so gestaltet, wie ich sie sinnvoll fand. Das war manchmal ein bisschen gegen die Vorstellung vom Lehrer, aber es ging so weit, dass dann ein Lehrer mal zu mir gemeint hat, als allererste Sache, wisst ihr so, du hältst ein Referat und dann wartest du auf das Feedback von deinem Lehrer und auf die Note oder zumindest so die erste Reaktion. Leo,
Ja. Hast du das selbst gemacht? Und ich so, ja. Okay. Und solche Reaktionen bekommst du ja nicht, wenn du nur das machst, was der Lehrer sowieso schon erwarten würde. Das heißt, ich habe immer auf meine Intuition gehört, genau das gleiche bei der Seminararbeit. Das war übrigens der gleiche Lehrer. Schau das an Herrn Eckert an dieser Stelle. Seine Tochter schaut auf die Videos. Bitte zeig ihm diese Stelle, das finde ich sehr witzig. Auf jeden Fall war es bei der Seminararbeit auch so, dass über Monate hinweg, also ich weiß nicht, wie lange man Zeit für Seminararbeit hat, vielleicht 8 Monate oder irgendwie so, dass wirklich die ersten 7,5 Monate von diesen 8 Monaten, als ich wirklich so dachte, das wird beim Leo nichts. So, der hat Potenzial, aber der hat auch zu viele dumme Ideen. So, das wird nichts. Ich war, doch, Helga, das funktioniert. Das funktioniert, das funktioniert. Also, schauen wir mal, schauen wir mal. Und dann, schlussendlich, habe ich ihn sehr gut überzeugt, so nochmal zu mir gemeint, hey Leo, hätte ich nicht gedacht, dass du in den 2 Wochen das noch so retten kannst, also quasi in den letzten 2 Wochen, wo ich für die Seminararbeit Zeit hatte. Und meint dann, ey, echt gut geworden, habe ich auch mein Eins drauf bekommen. Und das ist halt der Punkt. Wenn du auf deine Intuition hörst, wirst du garantiert einige Fails haben, die du vielleicht nicht gehabt hättest, wenn du es so gemacht hättest, wie die Lehrer oder das Schulsystem oder was auch immer es dir vorebnet. Aber du wirst langfristig viel mehr Erfolge haben, weil du es auf dich ausrichtest und nicht immer nur im Ausdruck, wer kann mir helfen und erklären, wie das funktioniert, weil man kann dir nicht zwangsläufig alles erklären, wie es für dich funktioniert, sondern das musst du als dein eigener Experte für dich herausfinden. Und vor allem auch kommt damit so ein krasses Selbstvertrauen, wenn du denkst, hey, ich weiß am besten, wie mein Leben funktioniert und wie ich den meisten Erfolg einführe. Und das ist extrem, extrem wertvoll. Fünftens, immer an mich selbst geglaubt. Egal was war, wenn ich in eine Prüfung reingegangen bin und ich war nicht so vorbereitet, wie ich es mir vorgestellt habe, ich war trotzdem davon überzeugt, dass ich diese Prüfung rasieren werde. Wenn ich ein Referat hatte und ich halte mein Referat zum Beispiel, das war in der mündlichen Abiturprüfung, in meiner eigenen mündlichen Abiturprüfung in Physik, musste man in Bayern zumindest so am Anfang so 10 Minuten so ein Kurzreferat halten oder 5 Minuten. Und ich fange an zu erzählen und mein Physiklehrer mit Wort zu Wort, was ich ausspreche, guckt mich immer zweifelnd an, wirklich immer kritisch, immer so. Ich denke mir, fuck, Alter, ich dachte mir, fuck, 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 du Scheiße, Mann, du verkackst dir gerade dein ganzes Abitur. Du erzählst gerade richtigen Bullshit. Anders konnte man diesen Gesichtsausdruck wirklich nicht interpretieren. Und dann habe ich mit der Zeit wirklich auf einmal gemerkt, ey, ohne Scheiß, wenn du jetzt Bullshit erzählst, wenn du jetzt wirklich Bullshit erzählst, dann erzählst du diesen Bullshit so überzeugend, wie du kannst, dass es beide Lehrer, die da, hast ja deinen Hauptlehrer und dann noch einen extra Prüfer daneben, dass die das beide glauben. Und wenn das das Dümmste ist, was jemand jemals über die Physik gesagt hat. Schlussendlich hatte ich 15 Punkte. Ich glaube, es war auch richtig. Das bedeutet, er hatte einfach nur, keine Ahnung, irgendwie komisch guckt, ich weiß nicht. Aber ich hatte es als totale Kritik interpretiert. Aber trotzdem habe ich an mich geglaubt, bin dann nicht ins Wanken gekommen, nein, ich wollte nicht sagen, das, ne? Und dann hatte ich niemals die 15 Punkte bekommen. Ich habe es einfach überzeugend erzählt. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, ob das richtig oder falsch war. Ich glaube, es war richtig, sonst hätte ich keine 15 Punkte bekommen. Aber wenn ich eben gezweifelt hätte, dann hätte ich es nicht mehr so gut rüberbringen können und hätte dann zwei halbe Sachen gesagt, die noch schlechter gewesen wären. Und habe also quasi auch in der allergrößten Drucksituation einfach an mich geglaubt. Wenn du wissen willst, wie man mehr Selbstvertrauen bekommst, kannst du das gerne hier rechts oben im i noch abchecken. Da habe ich extra ein Video zum Selbstbewusstsein in der Schule gemacht. Aber Leute, dieses Glauben an sich selbst, das ist das Allerwichtigste, glaube ich, auch was du allgemein im Leben entwickeln kannst. Deswegen sage ich es am Ende von jedem Video und ich hoffe, dass ihr das wirklich am Ende von jedem Video auch fühlt. Ich so, fuck ja, Mann. Leo glaubt an mich, dann kann ich auch an mich selbst glauben. Weil wenn ihr das habt, es wird sich so viel verändern. Nicht nur in der Schule, sondern in eurem ganzen Leben. Deswegen in diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.